Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Flughafen Feuerwehr, die Simulation. Ich habe jetzt die letzten paar Tropfen von meinem Feuerlöscher hier am Start. Oh Gott, der ist wirklich fast leer. Ich hoffe, ich schaffe das noch, ey. Hier muss doch mal noch ein Feuerlöscher kommen irgendwo. Was ist denn das hier für ein Brandschutz in dem Laden, in dem Saftladen? Ah, oh Gott sei Dank, da ist der nächste Feuerlöscher. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Wunderbar, wunderbar. Sehr gut. Also der kam jetzt wirklich keine Sekunde zu spät, wenn ich das mal sagen darf. Aber eigentlich laut Brandschutzverordnungen müsste das Ding eigentlich, hätte das Ding eigentlich viel früher kommen müssen. Und dafür, dass es hier angeblich so krass brennt, ist hier echt wenig Rauch in dem Gebäude, ne? Das ist aber, habe ich ja schon in der vorherigen Folge mal angesprochen. Die Filmemacher und Entwickler und alle Leute, die sich halt mit kreativen Medien so beschäftigen oder mit visuellen Unterhaltungsmedien, sag ich mal so, haben halt immer das Problem, dass man, wenn man Feuer realistisch darstellen wollen würde... Mike, hörst du mich? Ja, John, ich höre dich. Wie ist die Lage? Ich habe das Gepäckzwischenlager erreicht. Aber hier steht auch alles in Flammen. Da komme ich nicht durch. Das dürfte nicht sein. Sind die Sprinkler nicht angesprungen? Nein, Mike. Sieht nicht so aus. John, du musst da irgendwie durch. Ich werde versuchen, einen Weg zu finden, um die Sprinkler in Gang zu setzen. Bleib, wo du bist. Verstanden. Beeil dich. Die Luft hier wird immer stickiger. Wir sind dran, John. Halte durch. Wie jetzt? Bleib, wo du bist oder finde einen Weg dadurch? Der muss sich mal entscheiden. Das ist ein bisschen inkonsequent, was er mir da erzählt. Kein Regen in Sicht. Der Spielstand wurde gespeichert, na Gott sei Dank. Ah ja, ich muss gleich hier weitermachen. John, jetzt hör genau zu. Die Sprinkleranlage sollte in Ordnung sein. Sie hat nur zu wenig Wasserdruck auf den Zuleitungen. Verstehe. Ich ahne, was kommt. Ich habe mit den zuständigen Wartungstechnikern gesprochen. Es gibt einen Weg, um ausreichend Wasserdruck herzustellen und die Anlage in Gang zu stellen. Ich ahne, wer es machen darf. Okay, was muss ich... Ja. Es gibt drei Hauptventile. Diese müssen von Hand geöffnet werden. Alle befinden sich in dem Abschnitt, der jetzt genau hinter dir liegt. Es müsste irgendwo eine Tür dorthin führen. Kannst du sie sehen? Warte, ich schaue mich um. Ah ja, da. Alles klar. Ja, Mike. Jetzt sehe ich sie. Wonach genau suche ich jetzt? Schau dich genau um. Es müssten rote Rohrleitungen von der Sprinkleranlage durch diesen Gang laufen. Folge ihnen jeweils bis zum Hauptventil und öffne es. Verstanden. Das sollte ich hinbekommen. Rohre. Rote Rohre. Folge den Rohren an der Decke. Das ist ja wie bei Jurassic Park. Zu den drei Hauptventilen und öffne diese. Und gleich kommt ein Raptor irgendwo rausgesprungen und frisst mich auf. Okay, ich muss einfach nur den Hauptkabeln folgen. Ha! Tonnen. Moment. Nein. Ich brauche leere Hände. So. Au. Au. Okay. Au. Boah. Was für ein fieser Sound. Meine Fresse. Ist gut. Ja, also die Macher von so visuellen Medien haben halt immer das Problem, wenn sie Feuer realistisch umsetzen wollen würden, dann würde man nichts sehen auf dem Schirm. Also auf dem Bildschirm würde ich jetzt nichts sehen und im Kino genauso, auf der Leinwand würde man nichts sehen, man würde nur schwarz sehen, weil man durch den Rauch einfach nichts sehen könnte. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Film gibt, wo so eine richtige Brandsituation realistisch umgesetzt ist. Also ich kenne eigentlich sehr, sehr, sehr viele Filme, aber mir fällt jetzt gerade auf Anhieb eigentlich keiner ein. Es ist immer eher so dieses weichgespülte Hollywood-Feuer-Dingens. Und in Spielen ist es eigentlich auch so, auch in Simulationen. Aber anders kann man es halt auch nicht machen, weil andernfalls müsste man sich ja eigentlich nur noch kriechend fortbewegen. Und selbst dann hätte man nur Minuten. Also nicht mal Minuten wahrscheinlich. Ein Medkit. Oh, nice. Okay. Also, drei Hauptventile waren es jetzt, ne? Da ist ein Ventil. Okay, alles klar. Ich weiß wie. Mike, ich drehe jetzt das erste Ventil auf. Verstanden, John. Danach fehlen noch zwei. Ja, macht noch länger Smalltalk über die ganzen Sachen. Es brennt ja nur das ganze Haus. Oder der ganze Flughafen, was weiß ich, wo ich hier bin. Finde jetzt das zweite Ventil. Ja, komm, das machen wir jetzt schnell. Halt, Hauptkabeln folgen. Okay, wir gehen wieder zurück. Wo... Moment, nee, so nicht. Ah, ich bin schon wieder über so eine Tonne gefallen. Hier lang. Ach nee, Moment, hä? Nee, hier, da. Einmal nach da und einmal nach da, okay. Ich brauche einen Feuerlöscher.
Geh aus, geh aus, geh aus. Löschen, 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 löschen. Oh, sieht doch gut aus. Moment, Moment. Wo ist das Ventil? Wo ist das Ventil? Hier machen wir mal das Feuer schön aus. Wenn das ausgeht. Ja, es geht aus. Alles klar. Oh, ich bin so ein guter Feuerwehrmann. Ich bin so ein routinierter Brandschutzmeister. Brandmeister. Oberbrandmeister. Chef vom Dienst. Ach, was weißt du nicht. So. Weg damit. Kistenweitwurf. Kann auch einfach rüberhüpfen. Ventil, Ventil, wo bist du? Bin ich nicht hier schon mal an den Tonnen vorbeigekommen? Obwohl, nee, das kann nicht sein. Nee, nee. Da hätte ich dieses Feuer ja schon längst löschen müssen. Moment, Moment. Also ich weiß noch, dass ich da hinten in dem anderen Raum, da war ein Feuerlöscher. Falls mir der hier ausgeht, könnte ich den holen, den anderen. Muss bestimmt hier hoch. Ah. Dann da drüber? Ja. Gewusst wie. Ich habe das zweite auch gefunden. Alles klar. Dann fehlt nur noch das letzte. Gleich hast du es geschafft. Ja, genau. Dann fehlt nur noch das letzte. Denn es sind drei Ventile. Und nach der 2 kommt die 3 und das ist das letzte. Ventil. Das hat mein Kollege sehr gut erkannt. Ach, diese Tonnen, ey. So, Moment. Wo war das Bündel? Ich muss dahin, wo das Bündel wieder zusammengeht. Und dann... Hier, genau. Und dann hier lang. Und da müsste dann das letzte sein. Komm, geh aus. Du fieses Feuer. Ah, da brennt noch was. Ah, da brennt immer noch was. Fast wäre ich reingesprungen. Mal schön mit dem Körper ins Feuer reinspringen. Hallo? Oh, diese Kisten. Nerv nicht. Kiste. Weg. So. Da kann ich doch bestimmt drüber hüpfen. Ja. Mit einem beherzten Satz sind wir darüber gehupft. Ich bin nämlich eine Hupfdohle. Ja. Da lang. Wieder hupfen. Nee, Moment. Jetzt habe ich mich selbst verarscht. Ich glaube, hier komme ich her, oder? Moment. Hier wieder rüber hupfen. Dann da nach unten und hier nach rechts. Und dann da lang? Ah ja, okay. Geht doch hier weiter. Da wäre ich jetzt beinahe falsch abgebogen irgendwie. Weiß auch nicht, wie ich das jetzt wieder mal im Gehirn vercheckt hätte beinahe. Gehirnseitig hatte ich da irgendwie einen kleinen Denkfehler. Ah, da ist noch ein Feuer. Das geht wieder an. Das machen wir aus. Wir müssen uns ja den Rückweg frei halten, ne? Wir wollen ja nicht, dass wir die Ventile aktivieren und plötzlich finden wir raus, dass wir nicht wieder zurück können. Mike, wir haben ein Problem. Kannst du das Ventil nicht erreichen? Doch, ich stehe direkt davor, aber das Stellrad fehlt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich befürchte doch. John, hör mir zu. Sieh dich da unten gründlich um, ob du irgendeinen Ersatz findest. Irgendwas, um das Ventil zu öffnen. Ich bin schon unterwegs. Aber warum muss es eigentlich immer das dritte sein? Das ist ein lustiger In-Joke, weil wie Computerspieler eigentlich wissen müssten, es sind ja immer drei Sachen, die man aktivieren muss und bei der dritten passiert dann meistens immer irgendwas. Finde einen Ersatz für das Stellrad. Also es ist ein netter Wink, sag ich mal. Ein netter Joke. Ich tausche jetzt erstmal den Feuerlöscher, bevor ich hier irgendwas mache. So. Jetzt packen wir mal hier die Kisten weg, weil meistens ist es ja immer irgendwas, was hinter den Kisten liegt. So, wir brauchen Ersatz für ein Stellrad. Ein Ersatz für ein Stellrad. Das ist jetzt hier also quasi der Ventilmechaniker-Simulator, der Klempner-Mechaniker-Simulator 2015, ja. Ja, wo, was würde ich denn da jetzt benutzen? Wenn ich MacGyver wäre, was würde ich jetzt tun? Ich würde wahrscheinlich den Besen nehmen und den Eimer und, keine Ahnung, anfangen den Raum sauber zu machen. Was? Nee, MacGyver. Was würde MacGyver tun? Was würde MacGyver tun? Er würde jetzt irgendeine coole Vorrichtung basteln aus den ganzen Sachen, die hier rumliegen. Aber das Schlimme ist, ich kann ja nicht mal was aufheben. Ich kann ja nichts aufheben. Finde einen Ersatz für das Stellrad. Ja, wo? Wo denn?
Wo denn zum Teufel? Mal, hier ist auch noch was drin. Da ist eine Wanne. Na gut, dann müssen wir nochmal hier zurückgehen, ne? Ey, da war hinten so ein Riesenlager, wo ich herkomme, ne? Ich hoffe nicht, dass die jetzt von mir verlangen, das ganze Lager durchzusuchen. Ich meine, hier könnte man natürlich nochmal reingucken, ne? Da brennt es ja noch. Ah, da ist ein Feuerlöscher. Ein neuer. Vielleicht ist ja hier was drin. Kann man da hin? Ich glaube, das ist sinnlos, oder? Aber vielleicht gibt es ja irgendwo ein Stellrad, was ich abmontieren kann. Was ich dann da... Und dann da dran schrauben kann. Weiß nicht, ob diese Theorie... irgendwie plausibel wäre. Ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ich weiß nicht, würden die mich so weit zurückgehen lassen für ein Stellrad? Also die Entwickler jetzt... Welcher Entwickler würde sowas tun? Sowas Gemeines. Also, das ist immer verdächtig hier, wenn so Paletten rumstehen. Nicht, dass ich hier ganz... Ah! Das ist aber auch nicht unbedingt gerade offensichtlich, oder? Dass man... Hey, hallo? Ah ja, so. Also mal ganz ehrlich, ich kann mir schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die sich bestimmt ewig einen Wolf suchen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt echt Glück gehabt, dass ich irgendwie diese Paletten da weggeräumt habe. Hätte ich diese Paletten nicht weggeräumt, ja, dann hätte ich das nie im Leben gefunden. Ich wäre da stundenlang rumgeirrt, bis ich dieses Ding finde, dieses Ventil. Und ohne Witz, also... Ja, wie hat er das jetzt da dran gemacht mit seinen bloßen Händen? Das ist natürlich das, was MacGyver tun würde. Er würde mit seinen bloßen Händen dieses Stellrad da dran machen und es aufdrehen. Warum habe ich da nicht dran gedacht sofort? Mike, ich hab's geschafft. Alle Ventile sind jetzt offen. Super Leistung, Junge. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Anlage jetzt in Betrieb ist und wir dich da rausbekommen. Ja, wollen wir es hoffen. Ich mache mich auf den Weg zurück. Und eins sage ich dir. Das Bier heute Abend geht auf dich. Darauf kannst du dich verlassen. Aber jetzt erstmal raus da mit dir. Jawohl, raus da. Was ist jetzt los? Wieso geht's nicht weiter? Und ich bin falsch gelaufen. Scheiße, verdammt nochmal. Ich muss doch nur dahin gehen, wo die Leitungen zusammenlaufen. Und dann muss ich versuchen, richtig zu laufen. Ah, hier. Alles klar. So. Mike, hörst du mich? Die Sprinkleranlage funktioniert und ein großer Teil des Feuers ist bereits gelöscht. Hm. Jetzt sollte ich einen Weg hindurch finden. Sehr gut, John. Dann versuch jetzt, bis zur Gepäckförderanlage durchzukommen. Von dort aus ist es nicht mehr weit. Bin schon unterwegs. Ich hoffe nur, dass mir die Feuerlöscher nicht ausgehen. Verdammt, wie viel... Ah, okay, der ist noch voll. Ich wollte gerade sagen, wo er gesagt hat, Feuerlöscher, dachte ich so, Scheiße! Wann habe ich eigentlich zuletzt den Feuerlöscher gewechselt? Finde einen Weg zur Gepäckförderanlage. Naja, dann machen wir das. Ah ja, ich ahne schon. Ich habe da so einen Verdacht, wo es weitergehen könnte. Okay, dann zücken wir mal die Waffe, den Feuerlöscher. Jawohl, genau so. Ha, Verschwindibus macht das Feuer. Verschwindibus. Husch, 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 husch. Weg, ihr Flammen. Schleicht euch. Ha. Weiß gar nicht, ich muss das, glaube ich, gar nicht alles löschen, aber ist egal, ne? Ich bin ja Feuerwehrmann, ist ja meine Pflicht. Und ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Bis zur nächsten Folge Flughafen Feuerwehr die Simulation. Bis dann, ciao, ciao.